Was ist Fitner Boys? Kann man einmal Applaus da lassen, bitte, wenn es geht. Für die beiden Teams. Genau das wollte ich hören. Dankeschön dafür. Genau, good luck, have fun an beide Teams natürlich. Fitner Boys in der Attack als erstes. Mocket in der Defense. Consulate, wie gesagt, die Map. Da können wir ja ein bisschen schwadronieren drüber. Consulate. Ja, ist halt die Oldschool-Map schlechthin. Wir sehen jetzt gerade erstmal, dass Mocket den Line rausnimmt aus dem Game. Ja, auf Standard. Alle Fälle der Standard-Pick, so immer. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass vielleicht Fitner Boys einen Engler rausnimmt, so aus wie ein Glass oder ein Blackbeard. Blackbeard sowieso ein sehr guter Operator auf dieser, muss man einfach dazu sagen. Ne? Haben wir schon oft betont gehabt, ne? Ja. Da Glass, da haben wir halt einen Engler. Jetzt tendenziell könnte man noch einen Vision Maker rausnehmen, sowas wie eine Valkyrie. Valkyrie eigentlich der Top-Operator bei dieser Map, muss man dazu sagen. Und später folgt da wahrscheinlich noch ein eventuell ein Echo oder halt, könnte ich mir auch vorstellen, da ist er jetzt schon. Oder halt vielleicht sogar eine Mira. Also jetzt wahrscheinlich noch Valkyrie oder Mira und dann hätten wir eigentlich schon gute Operator rausgebannt, die halt schon ein bisschen das Spiel eigentlich vereinfachen, wenn du sie dabei hast, aber auch vereinfachen, wenn du sie halt nicht dabei hast. Ja. Haben wir ja zum Beispiel Enz, was ja hier die Relegation angeht, Enz gegen Vitality, da haben sie was gemacht, die Jungs von Vitality, die haben echt Mira drin gelassen. Damit ist die Valkyrie raus. Ich bin ein Hellseher, Kappa. Ja. Aber das machen in letzter Zeit viele Teams auch wirklich, die Valkyrie rauszunehmen. Ja, ist mir so aufgefallen. Ne? Also viele Puls wäre eigentlich auch eine Option, weil du. Mhm. Aber viele Teams spielen hier ja nicht vertikal an. Ne? Das ist halt das Problem, wie ich finde, hat eigentlich auch sehr Potenzial oder viel Potenzial, die Map einfach, dass sie auch vertikal einfach von unten oder von oben nach unten angespielt werden kann. Die Sache ist halt, warum du Valkyrie rausnimmst, ist halt ganz einfach. Du schmeißt halt deine Cam raus und du weißt sofort, wo drüber der Aufbau läuft, wo die Leute rumrotieren und wo du halt darauf aufpassen musst. Und deswegen ist auf alle Fälle sehr nachvollziehbar, dass man hier die Valkyrie rausgebannt hat. Hätte ich halt auch vorgeschlagen und da hat man sich auf alle Fälle richtige Gedanken gemacht. Wir sehen jetzt als ersten Spot natürlich erstmal Basement unten, also Kitchen alias Cafeteria und Garage. Das würde man zurzeit spielen mit einem Puls, mit einem Cass, mit einem Jäger, einem Mira und einem Bandit. Dagegen würde man halt mit einem Jekyll, mit einem Thermite, einer Ashe, Hibana und Setcher und ja. Da bin ich mal gespannt. Jekyll ist eigentlich keine schlechte Wahl. Also Jekyll ist eigentlich gerade dadurch, dass die Map ziemlich weitläufig ist, ziemlich groß, auch in die Länge gezogen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, was haben wir da, Bank ist eigentlich ein schlechtes Border. Border ist ja jetzt nicht so weitflächig zu belaufen eigentlich. Du kannst alles gut, auch ohne Jekyll eigentlich gut einsehen, wenn du gut gedroht hast. Da haben wir nochmal schön das Overview. Da muss ich mal Handcheck-mäßig abgeklatscht. Jawohl, ja, die Produktion läuft. Das freut uns natürlich. Aber nicht nur die Teams können was gewinnen. Nein, auch ihr als Zuschauer habt die Möglichkeit, natürlich hier was abzugreifen bei uns. Wir haben nämlich ein fettes Gewinnspiel, ein schönes Clean-Gewinnspiel. Einfach Ausrufezeichen Gewinnspiel. Wenn nicht, ein Mod, bitte mal in den Chat rein posten. Einfach den Link klicken. Desto mehr Social-Media-Abteilung ihr von uns an natürlich am Folgen seid, habt ihr mehr Entries, mehr Möglichkeiten und eine größere Chance, was abzugreifen. Also auch hier gerne die Social-Media-Abteilung einfach mal Follow da lassen. Das würde uns freuen. So, was sehen wir hier? Ja, was sehen wir? Auf alle Fälle sieht man auf alle Fälle, dass man was halten möchte. Barfum, weil du Barfum mit Piano halten kannst. Damit hätte das vertikale Gameplay nicht ankommt gegen den Spot und Garage. Und deswegen wirst du halt oben mithalten. Ist auf alle Fälle sehr solide. Ist halt der Standard, den viele Teams gerne mittlerweile runterspielen. Mit einem Mira würden du da halt drinne. Jetzt mal gucken, wie denn der Aufbau natürlich von den Attackern ist. Wir sehen jetzt hier gerade, wir befinden uns hinten bei Admin. Da will man mal gucken. Na, Ash rein, also der Vertic Ryan, zusammen mit Flugwagen und wollen halt erst oben durchclearen, um sich dann wahrscheinlich die ganze Area oben dann runter zu rotieren und sich dann natürlich dann von da aus Piano zu holen. Bin mal gespannt, wie es klappt. Ryan hat ja, war ziemlich gehandicapt, da war fast über anderthalb Monate nicht mehr möglich zu spielen, aufgrund dessen, dass sein Rechner abgeraubt ist. Ja. Das heißt, er hatte jetzt nur wenig Zeit, sich wirklich mal wieder drauf einzuspielen oder generell einzuspielen. Mal gespannt, ob seine Leistung, die er noch zu den Finals, zu den SMS in Berlin noch hatte, aber die hier auch wieder abrufen kann. Das würde mich auf jeden Fall ja freuen. Das heißt, hier Mocket hätte dann ein, ich sag mal, Problem mehr, ja. Und er fliegt Küsschen einfach mal rüber von dem guten Verdi. Den werdet ihr nachher natürlich auch noch hören, ja. Das wird natürlich auch kein Problem sein. Der ist aber noch hier zivil unterwegs. Wir warten gespannt, bis er seinen Anzug anzieht. Und da grinst er. Ja, was? Was? Zivil? Ja, zieh dich um! Jawohl! Jetzt zieht er sich aus. Ja, bis jetzt noch nicht viel passiert. Der Einzige, der ein bisschen Damage genommen hat, ist hier der Pine. Ja, ein bisschen weiter runter als Half-Life. Dieser Aufbau, den wir hier sehen von Mocket, ist etwas, das haben wir in letzter Zeit schon mal in der Pro League, die letzten Tage zumindest gesehen, die letzten zwei Spieltage, wenn Consulate gespielt worden ist. Vale mit dem Opening Frag, Fluchtwagen, ergreift die Flucht. Da ist erstmal das Voll, die Rotation. Also ein relativer Classic-Aufbau, kann man schon fast sagen. Das ist etwas, was da früher schon mal gemacht worden ist mit diesem Aufbau. Ist aber mittlerweile dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ist jetzt wieder im Kommen hier mit dem Castle plus Bathroom. Und wird gerade ein bisschen weiter gedamaged gemacht. Hier ist Gesundheit. Ja, Taschenbuch ist da. Corey raus. Hier schön. Das Brett hier von Janava. Holt sich erstmal nochmal Vale.
Da ist der Trade da. 4-3 über Zeit. Jetzt für die Jungs vom Fitner Boys. Die haben sich natürlich gut vorbereitet, haben natürlich auch auf Twitter gesagt, wir sind heiß. Wir wollen gucken, dass wir hier bestmöglich abschneiden im ersten Match. Und das war jetzt schön zu sehen, dieser Staffellauf, sage ich einfach mal. Pine läuft vorbei und er schmeißt halt einfach die Cam in, weil okay, in der Ecke ist frei, da wird mir jetzt nichts mehr passieren aus der Richtung. Wir haben jetzt natürlich hier, das hätte ich zugelassen an der Stelle jetzt von Fitner Boys, einfach so eine Safe Zone noch zu haben, um halt einen Rückzugspunkt zu haben. Nicht, dass man eventuell doch nochmal geflankt wird über Piano oder so weiter Richtung, aber ist gerade natürlich nicht wirklich möglich. Denn das Mira wird uns natürlich ein bisschen stören. Cryan holt sich den Schweizer, den Bucker Brian. So, mit die 4-2 Überzahl, letzten 20 Sekunden laufen gleich an. Und jetzt geht es hier darum, natürlich gut nochmal Druck aufzubauen. Man muss auf den Push gehen. Mocket KS hier hinten aus dem Bunker, aus dem Security. Holt sich nochmal die Gesundheit hinter dem Black Carver geblendet. Er calls, er muss aber rausgehen aus dem Gang. Kommt da Rips, holt schönes Brettchen, aber KSP noch rausgenommen. Jetzt haben wir die 2-1-Situation. Er kommt nicht zum Blenden, er hat kein Cover-Up drauf. Rips regelt somit die letzte Runde oder den letzten Kill für die erste Runde für Mocket. 1-0. Sah sehr stabil aus für die Jungs vom Fitner Boys, aber keep cool, sagt man da, ne? Und Mocket ist einfach die Ruhe weg. Ja, also wir haben jetzt gerade gesehen, dass das ja mit der Strat funktioniert hat sehr gut, dass man halt natürlich ein bisschen Zeit geschunden hat, dadurch, dass man halt Basum besetzt hat, damit halt auch nicht vertikal gleich anspielen konnte, natürlich gegen Piano, um dann halt runter gegen Basement anspielen zu können. Das war auf alle Fälle sehr förderlich gewesen. Man hat sie dazu gezwungen, oben reinzugehen, sehr viel Zeit zu wasten, bis hin zum Aufbau. Man konnte auch den Opening Flat setzen auf alle Fälle, das war schon mal ganz gut gewesen. Man konnte halt den Jackie rausnehmen, somit halt auch das vertikale Gameplay gerade hinein, ne? Das war auf alle Fälle ein sehr wichtiger Kill, den Val hier angebracht hat. Und dann konnte man aber immerhin ein bisschen zurückdrücken. Wir haben was gesehen zum Schluss, war das nämlich erstmal eine 4-2 Überzahlsituation, die sie nach und nach runterdrücken konnten, weil man halt schnell auf Plan spielen musste, weil man sich halt zu viel Zeit gelassen hat, ja, mit dem Aufbau, was dann halt die beiden noch gut ausspielen konnten hier jetzt gerade von Mocket. Das war eine solide Runde. Man muss halt dazu sagen, sie haben ein bisschen zu aggressiv denn zum Schluss angespielt, wo sie hätten eigentlich noch warten können jetzt im Mocket. Deswegen sind auch auf einmal so viele Leute von ihnen noch gefallen. Ja, ne? Aber im Nachhinein hat man gesehen, es hat alles sehr gut geklappt. Hier scheint es soweit erstmal alles okay zu sein bei Mocket, nicht groß im Bedrängnis gewesen. Man hat genug Zeit rausgeholt, somit war halt einfach ein schweres Positioning jetzt zu finden für den Diffuser und auch die Area irgendwie weiter zu klären. Gut, wir sind jetzt natürlich in der zweiten Runde für Mocket in der Defense, ne? Und jetzt haben wir nochmal Replay gerade eingeblendet, die Situation halt im Bathroom. Dieses Brett von Janava, wie er den da. Er sitzt sogar da unten neben dem Wildcard, das sehe ich ja jetzt erst. Krass! Das war ein echt übles Brett. Geiler Shot vom werten Janava. Wahnsinn. Krasses Ding. Mocket jetzt, wie gesagt, in der zweiten Defense gespielt. Was? Lobby und Piano auf alle Fälle. Ein guter, solider Spot, wenn man das halt ordentlich defenden kann. Das heißt, ordentlich muss natürlich oben die Dinge halten. Du probierst halt als auch die Attacker erstmal die Attack aufzuziehen. Du probierst die Kontrolle zu holen über Admin, über CEO, um dann von da aus die Leute runterzudrücken on-site und dann halt den Plant irgendwann durchziehen zu können. Was immer sehr erforderlich ist, meines Erachtens, ist halt natürlich hier zu gucken, dass du auch immer noch draußen welche vor Lobby hast. Wir haben sehr oft gesehen, man drückt die Leute runter, wo droppen die runter? Über die Meeting Hedge in Lobby. Und keiner steht vor Lobby, wo man hätte locker easy die Frags ziehen können. Aber das ist egal, was für ein Format wir spielen, ob jetzt die Casa Siege, ob SLS oder halt auch Pro League, Challenger, das ist halt so oft schon der Fall, dass halt einfach auch gewesen, Challenger League, letzte Tage, Chan aber hier mit den Opening Frag gegen Ray. Wichtig, warum? Weil Ray ist ein ziemlicher Late-Gamer. Er ist ein ziemlicher Enger und kann hier dementsprechend die Leute rausnehmen. Aber da kommt KS direkt in die Ecke. Wieder mit der Mira. Ziemlich aggressiv gerade gewesen. Hier ist Gesundheit. Da wird das Taschentuch auch nochmal hinterhergeschmissen. Ja, wunderbar. Da wird nochmal irgendein Grad gepickt. Kannst du da mal eben aufmachen? Und das ist natürlich. Oh Gott, Rips gibt hier die Infos raus. Oh! Was war das denn jetzt gerade? Rips hatte die schöne Position. KS mittlerweile schon mit dem Triple Kill Fluchtwagen nochmal rausgenommen. Wir haben die 4-1-Situation. Ja, Pine. Zeit wird. Hast du genug auf jeden Fall? 2 Minuten. Ja, da hat man halt gesehen, was sie hier machen wollten. Gerade ist gleich horizontal anspielen. Ne? Man hat auch versucht, unten Basement reinzuspielen, was ja eigentlich keine schlechte Idee ist, weil wer war denn unten? Rips. Ja. Was machst du in letzter Zeit gerne mal unten mit einem Basement-Spiel? Natürlich mit einem Puls, damit du halt den Aufbau callen kannst. Gerade wenn die Valkyrie weg ist, ist es ganz wichtig, dass du halt Vision hast und weißt, von wo du sie halt aufbauen wollen. Oh, sie aimt ihn halt einfach ab. Sie haben die Informationen, sie hören es gerade. Es blieb ihnen halt nichts anderes übrig, weil er ist A, im Bedrängnis. Er muss irgendwie rankommen. Und was haben sie jetzt nicht zugelassen? Diese One-on-One-Situation gar nicht. Sie standen halt mit allen vier sogar noch dabei. Also, das ist schon krass. Im Bündel dann rumzulaufen, nicht zu aggressiv, aber trotzdem so passiv-aggressiv zu stehen. Also da war gerade Gesundheit, hat überhaupt keine Chance gehabt in dieser Situation. Ansonsten schön aufgebaut, versucht nochmal irgendwie ranzukommen von seiner Seite aus, aber was blieb ihm halt anderes übrig? Da war nicht mehr viel Luft. Also man hat hier gerade eigentlich
gut einfach aufgespielt vom Rocket. Das sieht man ja, das sollte man auch erwarten von dem Team. Ne? Sie sind ja nicht umsonst jetzt demnächst bald in Rigo zu sehen. Ne? Zweiter Platz aus der EU Pro League. Und das war halt gerade sehr solide. Vorhin meinten die Jungs, ja, wir haben uns nicht groß vorbereitet auf Fitna Boys. Wir gucken mal, wie wir reinspielen können und wie es denn halt so klappt. Wir probieren ein bisschen Default zu spielen. Das haben wir auch gerade ein bisschen eher gesehen, so, weil das ist halt sehr Default-lastig gewesen damals. Ja. Dass man halt gerne Piano hält, indem man Barfum hält, ne, mit Mira Window. Dass man da halt jetzt nicht groß viel auspackt und sich groß komplexe Sachen überlegt. Auf alle Fälle sehr stabil gewesen. Auch der Ersatz für die Valkyrie, den Puls rauszuholen, ist halt auch sehr solide. Und jetzt sehen wir nochmal kurz ein Replay. Oder? Ah, hier, das Ding mit Cryin, das war echt nicht verkehrt. Kai ist erstmal generell ziemlich aggressiv mit der Mira gewesen. Kann man ja eigentlich immer mal machen. So eine One-on-One-Situation ist mit der Vector absolut ekelhaft. Ja, du bist übelst im Vorteil, hohe Feuerrate. Und hier ist das Ding mit Rips, mit dem Puls. Er zieht halt rum, Alter. Das ist aber in Slow-Motion, wäre aber richtig nice. Leider gerade technisch nicht umsetzbar. Aber trotzdem, schönes Brett. Was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Jetzt sind wir hier auf alle Fälle Meeting und CEO als Spot von Rocket, ne? Ist jetzt halt Runde 3. Sie hätten dann nochmal zweimal Defense, ne? Auf dem Konto auf alle Fälle. Und wir sehen hier wieder mit einer Mira-Window vom Buff rein, dass du die Yellow Stairs passiv mithalten kannst, von Desk aus auf alle Fälle. Sehr solide. Und das zweite Mira-Window habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, ob sie das schon geplaced haben. Man könnte sich vorstellen, einfach vielleicht von Connector rein ins CEO. Ja. Oder halt auch nochmal von Desk rein ins CEO geht zum Beispiel auch. Oder wir machen es halt von Baguette rein in Meeting. Oder halt nach Admin Office. Das ist halt auch dieser Standard. Das ist wahrscheinlich der Standard sein. Ja. Ja. Da ist er da gerade in diese Richtung gegangen, kann ich mir vorstellen, dass es passieren wird. So, mal gespannt, was hier die Fitna Boys. Ich meine, die erste Runde haben sie echt gut mitgehalten. Erstmal die Überzahl gehabt, konnten diese aber nicht hundertprozentig ausspielen, weil einfach diese Keep-Cool-Phase von den Jungs von Rocket im Late-Game einfach viel besser ausgestanden worden ist. Beispielsweise Chana war, hier gibt wahrscheinlich erstmal den Call, Yellow Stairs Top wird was sein, sieht da, okay, Rotation wird im Beabflug drin sein, da wird die Calls müssen sitzen natürlich, um hier gut voranzukommen. Aber das mal, okay, das müsste die Info dann dafür sein, dass halt zwei Leute da sind. Die Nate war zu lange gekocht, schade, ist nicht angekommen. Selbst wenn, da unten wird wahrscheinlich ein ADS sein, was einfach mal abwählt. Nein, doch nicht, Schwein gehabt, aber da das ist ADS Corey. Das ADS haben sie ja schon mit Flashes hinein, was ich halt nicht ganz verstehe. Da war der Setcher genau daneben. Man hätte es auch wegsetchern können. Vor allem oben einfach hinschmeißen auf die Decke, also auf dem Roof und dann fertig. Oder raschelt alles gerade, da macht gerade Bagger nochmal fix eine Rotation. Und da traut sich Corey echt nochmal aus dem Totenwinkel heraus, um da irgendwie was zu haschen. Und er bleibt da richtig aggressiv stehen. Und da ist gerade Cryin und einfach mal Crossfire mehr oder weniger. Da wusste er halt einfach nicht, wo er hingucken soll. Ist unten jetzt was. Guckst dir an, die sitzen hier halt einfach im totalen Stack zusammen. Es wird gerade nochmal der Bagger zusammengeschossen. Chanamaka nochmal nachlegen. Hier Wave 4-3 Überzahl wieder für die Jungs vom Fitna Boys. Die Möglichkeit hier vielleicht ein bisschen besser auszuspielen. Sie haben noch genug Zeit. 1 Minute 20. Ja, mal gespannt, ob das hier besser ausgespielt wird. Yellow Stairs ist natürlich jetzt dieser Keypoint. Den müssen sie irgendwie versuchen einzunehmen. Das bedeutet, Corey muss weg. Da wird jetzt ausgedroht. Information ist da. Man traut sich jetzt ein Stück weiter hoch. Nein, ebenfalls doch nicht. Fluchwagen hier mit Jack, der hätte eine gute Möglichkeit, zum Beispiel ein bisschen Druck aufzubauen. Ob er jetzt allerdings die Steps von demjenigen halt auch bekommt, ist halt wieder die andere Frage. Über Admin Office ist gar nichts passiert, kein Gegendruck, nichts. Also da hätte man ein bisschen mehr aufbauen können. 2-3 Stack machen, also 2 über Admin Office, 3 über Doubles auf B, also auf Console Office. Jetzt kommt so langsam einer über Visas. Der erste Wort auf jeden Fall gut Damage verteilt auf beiden Seiten. Rips hier mit den letzten 10 AP konnte es gerade noch so ausstehen. Und der Wook geht dahin direkt mit Entdeckung bei Corey dabei. Da wird gerade nochmal Kais aktiv, der Nummer 1, stand aber raus. Rips kann sich hier gegen Fluchtwagen gerade nicht nochmal durchsetzen, nochmal weiterhin Druck von hinten aufbauen. Und die Munition, da muss aufpassen mit dieser Vector, die reicht trotzdem nochmal für Pine. Das war aber nicht der, den angeschossen hat. C4 kommt nicht an, schade. Fluchtwagen und Gesundheit gegen Kais und Corey. 2-2 Situation, das war zu hoch gerappelt gerade von Gesundheit. Und auf den Yellow Stairs steht Corey das Ding wie ein Mann. Wahnsinn, schöne Runde, 3-0-Führung jetzt für die Jungs von Mocket. Die Sache ist gerade, wir sehen ja halt immer, Fitna Boy schafft es eigentlich, erste Runde, Überzahlsituation, dritte Runde, Überzahlsituation, aber diese halt einfach überhaupt nicht weiter auszubauen, geschweige denn leider da irgendwas mit anfangen zu können, gerade zur Zeit. Ne? Wir sehen hier, Commitment war jetzt auf alle Fälle Yellow Stairs zu kriegen, aber meines Erachtens extrem schlecht aufgebaut. Ich habe schon angemerkt, mein Zetscher teilt das ADS nicht weg. Was hat man sonst mit Zetscher gemacht in der Zeit? Feierabend, Pause, Pausenbrot gegessen, weiß ich nicht. Bruder muss los. Ja, man flasht da halt die ganze Zeit rein, um das ADS zu nennen, obwohl man, wie gesagt, das hätte wegsetchern können und die Flashes für was anderes aufheben können. Zum Beispiel, denn halt, wenn man weiter hochpushen würde, die
wieder lustig ist, weißt du, dass du da mit dem Flashes dich da hochpushst. Und dann drohen sie nicht ordentlich vor, dann wird die Ashley supported von oben vom Skylight, dann kann sie auf einmal übelst schnell gezogen werden, ne? Kommt damit halt wieder nicht ins Spiel rein. Also hier scheint es noch ein bisschen zu hapern, was halt einfach das Teamplay gerade betrifft bei Fitner Boys. Da scheint man nicht so ganz on point zu sein. Was auch hier Mucke gemacht hat, ist auf alle Fälle. Das ist mir so aufgefallen, dass in den ersten drei Runden, dass halt im Late Game da dieses, ich sag immer, der Abschluss halt einfach nicht da ist. Na, wie du sagst, die kommen gut in die Runden rein, etc., machen gute, solide Kills, auch wichtige Frags eigentlich. Und dann stottert's. Ja, die Problematik ist halt auch noch dazu, dass wir halt, glaube ich, ein Team haben, die sind halt solide, was die einzelnen Spieler betrifft, ne? Aber Mock halt ein Team ist, das mittlerweile einfach schon Teamplay-Intros hat. Ihr habt es ja auch gesehen, da wird einfach nachrotiert bei der Yellowstairs. Da fällt einer, okay, gut, wir schicken wieder einen hin, weil wir ganz genau wissen, wir müssen die Yellowstairs halten. Von den Yellowstairs aus kannst du was halten, nämlich CEO mit, von da aus kannst du nochmal Pressure geben, weil sie haben auch die Wände nicht gefunden. Fand ich auch sehr lustig, was machen sie? Statt mit der Ash rein zu bleachen die Wall bei CEO, machen sie es halt mit einer Hibana-Charge, die du hier easy denyen kannst, was ja auch passiert wurde teilweise. Das hatte ich auch nicht so ganz verstanden. Das hätte man aber schön als Bait nutzen können, eigentlich in dem Moment. Vielleicht haben sie sich das so gedacht, dass einer rumzieht, sich exposed und man ihn so wegschickt. Was auch mir gefallen hat, ist, dass der Maestro, also sprich Wacker, hat da auch nochmal Rotation zusätzlich gemacht. Ja. Zu dieser einen kleinen Single Wall, die du hast, die du halt direkt halt nutzen kannst, um Connector-mäßig halt in den Meeting reinzukommen. Beziehungsweise CEO ist ja nicht Meeting. Fand ich auch gut. Also generell, auch wenn sie nur Default spielen sollten, wenn sie so angesagt haben, gucken, was passiert. Ja, spielen halt ein bisschen rein. Wir haben hier halt ein Mocket, wenn man das nochmal so Revue passiert, vor einem halben Jahr, wie sie gespielt haben, oder mit den ganzen Roster-Changes, mit den ganzen Problemen, die generell da gestanden haben. Kais hat mir ja vor einiger Zeit auch in Berlin, wo die EGX gewesen ist, hat er mir gesagt gehabt, ja, ich bin mehr als zufrieden mit dem Team, was wir aktuell haben. Es ist, macht so viel Spaß, es ist halt alles on point, es funktioniert so, wie wir uns das alles vorstellen und da ist halt jeder da, wenn es halt sein muss. Und das funktioniert anscheinend. Auch so normalen Default zu spielen, ist ja vollkommen irrelevant in deinem Watcher zu sagen, ne? Sondern da kommt es einfach darauf an, dass die Calls on point sind. Auch wenn du einfach nur Default spielst, Calls on point und dann kannst du halt alles super ausspielen, kein Problem. Und ja, Mocket ist momentan auf einem Niveau, ja, wo sie sich selber wahrscheinlich nicht so schnell gesehen haben in so einer kurzen Zeit, gehe ich mal vor. Ja, das ist auf alle Fälle, was sie geschafft haben nach so vielen Spielerwechsel, auf alle Fälle schon sehr, sehr souverän, muss man dazu sagen. Wir sehen jetzt immer unten Basement, wieder der gleiche Aufbau wie vorhin. Das war halt wieder natürlich Barfum halten. Pini macht den Open Infect diesmal an Wähl. Und wir halten Barfum halt aus dem folgenden Grunde natürlich, weil wir halt das vertikale Gameplay denyen wollen über Piano hin zum Spot. Da haben wir jetzt gerade gesehen, da ist man schon runtergedroppt bei 1,45 circa. Und hat jetzt damit natürlich das vertikale Gameplay eingeläutet für Fitner Boys, sofern sie es halt sich jetzt trauen, da reinzulaufen. Das ist halt die Frage. Man hat jetzt nochmal das C4 gerade mehr oder weniger vor die Füße geschmissen bekommen. Natürlich kein Damage, weil man zu weit wegstande. Corey hier nochmal nachgelegt mit Crime. Wir haben die 4-4 Ausgleichssituation in weniger als 1 Minute 20. Muss jetzt noch geregelt werden. Corey mit dem Double Kill. Janava! Auf Wiedersehen. So, Pine. Aber auch voll 3 ist einfach mal die Spirus, der ist hochgekommen, weißt du. Und dann siehst du halt, wie der Sledge nicht weiß, wo sein Mate gerade her erschossen wurde und wurde halt auch noch mitgenommen von Er wusste wahrscheinlich gerade selber, weil er überrascht war in dem Moment, weil das ist dieses individuelle Game, was gerade Mocket halt generell spielt, weil aufgrund dieses Default, wir spielen halt einfach rein, macht gefühlt jeder, was er will, aber trotzdem mit einem guten Cover-Up, mit Crossfire-Aufbau, also ist es immer irgendwie jemand da, wenn einer weggeholt werden sollte, dass dann halt trotzdem noch einer im Backup dabei steht und dann vielleicht den Refact oder den Trade halt einfach macht. Und das, was Fluchtwagen jetzt hier macht mit der ITA 12, mit der Handtaschenkniff, dann nennt sich das immer mit der Handtaschenschrot, das vertikale Gameplay, Key Position einfach mal aufmachen von oben, irgendwie zu unterbinden, dass die Leute da rumrotieren können. Jetzt muss man natürlich schauen, man muss wieder Druck aufbauen. Das ist jetzt eigentlich schon so der Zeitpunkt, wo man schon lange auf den Yellowstairs sein müsste, um da wirklich den Druck von der Seite zu haben. Garage ist auf, weil dadurch braucht er halt Support, damit er auf dem Plan so langsam aufbauen kann. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, weil jetzt Pine nochmal raus ist. Rips. Rips ist halt einfach ein Tier. Und Corey nochmal nachgelegt. Corey ist on point, habe ich das Gefühl heute. Fluchtwagen ist auch raus. Und die Gesundheit wusste jetzt gerade gar nicht, wo er hingucken sollte. Links oder rechts wurde er nochmal weggeschossen hier vom Bugger Brian. Und jetzt schaffen es halt einfach nicht, das Ding nach Hause zu nehmen. Sie schaffen es, eine Überzeitsituation zu haben, aber diese nicht weiter auszubauen, geschweige denn halt damit irgendwas anzufangen. Wir sehen es jetzt auch gerade, dass das Cover-Up nicht stimmt, ne? Die Welt. Also, Corey kommt einfach die Spyro-Stairs hoch, zieht sich dann ein Gegner. Der Teammate weiß nicht, woher sein Mate gerade gezogen wurde und da wurde auch gar nicht drauf reagiert. Ja. Umgeguckt und dann hat er sich halt den nächsten gekrallt und kommt dennoch mal die Yellowstairs hochgelaufen. Also bei Corey läuft es halt mal wieder. Der ist halt sowieso in letzter Zeit sehr gut unterwegs gewesen, wie wir öfters gesehen hatten. Ne? Ist halt wirklich so gerade der Frack-Spieler, gerade muss man halt dazu sagen, von Mocket einfach. Der weiß halt, wann er wann rotieren kann und wann er wann die Fracks gut anbringen kann, ohne halt groß Bedrängnis zu geraten, kann man fast schon sagen, weil passiert nichts. Er kommt da hoch, knallt einen ab, läuft weg
und holt sich den nächsten. Ja, da spielt auch wieder die Kommunikation eine Hauptrolle. Ja. Ne? Das hat einfach das Ding. Kommunikation, sie verstehen sich alle hundertprozentig. Sie sind auf einem Niveau, wie gesagt, von der Kommunikation her, die, ich sag mal, seinesgleichen sucht im deutschsprachigen Raum. Bin gespannt, wie sie dann nächstes Wochenende bei den Pro League Finals abschneiden werden, weil wen werden sie dort als Gegner haben als erstes? FaZe Clan. Und das ist natürlich das Rematch von den Six Major Paris. Da bin ich gespannt. Da haben sie verdammt gut mitgespielt. Da war ja Aces noch dabei gewesen. Da haben sie noch unter dem Namen Rocklist gespielt. Und ja, also ich bin guter Dinge. Mit dem Team, was sie jetzt haben, haben wir eine gute Vertretung aus deutschsprachigem Raum. Also, wo du ja erst gesagt hast, dass der Bakker ja nicht mitspielen kann, ne? Der darf ja jetzt mitspielen. Das hat man jetzt geregelt bekommen. So kann man halt genau mit dem Line-Up, was wir hier heute sehen, was man auch in letzter Zeit gesehen hat in der Pro-League, halt aufspielen. Und das ist auf alle Fälle sehr förderlich. So muss man sich nicht nochmal auf einen anderen Spieler einstellen. Und das könnte dann wohl schon bedeuten, dass es ein bisschen gefährlicher wird für FaZe Clan. Definitiv. Ja, vor allem, weil ja auch FaZe Clan jetzt auch mal den Change hatte mit Yuna jetzt dabei. Gohan raus, Gohan ja auch nochmal die Match. Aber Yuna schlägt sich jetzt vor. Yuna ist mittlerweile besser als Gohan. Ja. Kappa. Was ja auch sehr interessant ist, was ich sehr schade fand, ist, wenn wir gerade bei Switches sind, ne, dass ja bei Bootcamp Gaming zwei Leute raus sind. Und Palu, das Palu, der ja da raus ist, jetzt bei Liquid ist. Für Bullet One, ne? Bullet, genau. Für Bullet. Gut, aber wieder zurück zu dem deutschsprachigen Raum. Also Fitna Boys haben gute Ansätze. Es fehlt halt, wie gesagt, immer an diesem Abschluss einfach den richtigen Punkt zu finden, um die Brechstange anzusetzen, um halt wirklich die Lücke zu finden, wenn Mocket die mal zulässt. Mocket lässt die zu, macht die aber dann direkt wieder dicht, wenn die dann gefunden werden sollte. Ist bis jetzt nur zweimal von den vier Runden aufgetaucht oder passiert, dass man halt wirklich die Lücke gelassen hat, die man halt ausnutzen konnte von den Fitna Boys. Ist aber leider halt so an sich einfach denied worden. Was anderes war das halt einfach nicht, ne? Ist einfach zack und weg war er. So, und da, apropos zack und weg war er. Corey erstmal hinter der Boden, wurde erstmal weggeschossen. Fluchtwagen wechselt einfach auf die Pistole. Jetzt hier haben sie ein bisschen Operator-Change betrieben. Kais kann nochmal Chanama rausnehmen. Jetzt spielen wir nämlich hier nicht Crying auf der Ash, sondern jetzt den guten Fluchtwagen. Flash ich. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen. Man kann da unten nicht durchflashen, das ist halt teilweise. Ja, komm mal, du musst richtig oben stehen halt. Oh, das ist die 4, das kommt! Ah, nein, das war der Team Kill! Oh, nochmal ein bisschen Lucky Punch für den Fluchtwagen, mehr oder weniger. Kais mit dem Team Kill. Na, das lässt man so einfach mal stehen, das lässt einen kalt. 3-3-Situation einfach mal aus dem eigenen Team hergestellt. Wunderprächtig. Crying jetzt, das hat man ja öfter, einfach mal Operator changen, wenn es mit seinem Main-Operator nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es dann halt dementsprechend mit einem anderen. Haben wir ja bei Panda zum Beispiel Hungry die ganze Zeit auch Sophia versucht, aber irgendwie lief es halt nicht. Was macht denn der Attack meistens jetzt mittlerweile? Montagne spielen und es läuft. Bin ich mal gespannt, ob wir das nachher aussehen werden bei Panda. Die und da sind wir jetzt in Rotation auf alle Fälle bei 1,20. Neuaufbau jetzt von Fitna Boys. Auf alle Fälle sehr solide, weil sie schaffen es einfach nicht gerade gegen die Angles von Mocket anzukommen. Sie wollten ja reinspielen, gerade im Meeting. Kriegen halt einfach Baguette, also die Kontrolle über den Reception Hall nicht. Sie kriegen halt einfach auch keinen weggeschossen. Du musst ja da ein Entry dir reinballern, so gesehen fast förmlich, ne? Damit du halt von da aus weiter aufbauen kannst. Jetzt sind sie aber runter und sind halt einfach on Spot marschiert. Und man hat sie ja auch Spot laufen lassen. Schön von Crying hier. Erstmal schön im Close Combat. Fight im Well nochmal rausgeschossen. Bakker kann nochmal Pine sich entledigen. Weniger als eine Minute Zeit, 50 Sekunden. Das ist eigentlich noch mehr als ausreichend, um auf Plant zu spielen. Corey hat es aber auf dem. Ach. Du Kacke. Wo macht er dann rum? Und er hat es schön auf dem Schirm. Konnte fast noch wegkommen, aber Kai ist trotzdem den Plant denied. Hier ist 100 Mal gerade ein bisschen überfordert in dem Moment, dass er die Shots abbekommt. Konnte nicht früh genug abbrechen. Und Crying wird hier auch nochmal zersägt. Runde Nummer 5 an Mocket. 5-0. Gehen wir in den Swap rein. Eine Seltenheit, die wir generell nicht so häufig sehen. Aber das war jetzt eine schöne Vorführung, die wir hier von den Jungs von Mocket gesehen haben. Ich fand das eigentlich die Rotation auf alle Fälle nicht schlecht vom Fitna Boys. Ja, das war sehr schön. Da hast du gesehen, dass die da halt gesehen haben, wir kommen oben nicht weiter. Wir haben aber wahrscheinlich unten noch irgendwo eine Drohne positioniert und gesehen, hey, die ganze komplette Area ist natürlich unten clear. Also probieren wir gleich gegen die Area halt anzuspielen. Da wäre es jetzt wieder sehr vom Vorteil gewesen. Hätte man einen draußen vor Lobby gehabt, dann hätte man eigentlich jetzt gleich auf Lobby spielen können, ne? Und da halt vielleicht ein bisschen schneller aufspielen können. Stattdessen hat man sich ein bisschen nochmal aufgesplittet und wurde dann halt nach und nach weggesnackt, weil es dann einfach gerade wieder ein bisschen das Problem war. Ja. Sie schaffen es oben halt rechts sehen wir gerade übrigens, Entschuldigung, wenn ich hier reinquatsche, oben rechts sehen wir gerade die Jungs von Fitna Boys im Bild. Bild im Bild. Danke für die Production, so können wir auch mal ein bisschen Einsicht geben, was halt gerade so, wie die Team-Mimik ist. Da kann man so ein bisschen ablesen, wie gerade die Chemie ist, ob alles gut ist oder nicht. Mimik, ja, Meme war jetzt gerade die Ash zum Beispiel mit ihren drei Flashes. Ne? Ja, zum Beispiel. Das wird der Clip des Tages, glaube ich. Ja, also die Sache ist, du kannst nicht böse. Hast du jemals versucht, unter den Castle-Wall durchzuflashen? Das klappt nicht. Du musst, das ist voll creepy, das ist auch mit den Drone-Holes und so weiter. Also wenn du da was durchschmeißen willst. Da ist halt, da geht es schon, aber unter den Castle-Wall, du kriegst auch unter den Castle-Wall keine Flash durch.
Du musst ja halt erst die erste untere Leiste wegschießen, damit du eine Flash hast. Und das sollte eigentlich... Gut, ich spiele nicht mit Flashes. Ja. Selten, dass er ist. Also. Das sollte eigentlich unser Wetterherr wissen, dass es halt ein Unding ist, dass du da eine Flash durchkriegst. Finde ich auch sehr schade, weil ich es eigentlich besser finden würde, würdest du deine Kessel wohl durchflashen können. Gut, aber man muss sagen, Fluchtwagen sieht man selten mit Ash. Also, ja. Ne, vielleicht spielt auch fast die Flash oder sowas, weil ein Spieler, der seinen Operator hat, sein Main Operator, der setzt sich ja mit allem auseinander. Wie kann er was machen mit seinen Utilities, mit seiner Ability etc. pp. Vielleicht ist einfach Fluchtwagen mit der Ash nicht so versiert und sagt, okay, ja, Flashes weiß ich eigentlich, dass ich die so schmeißen kann. Hat ja bei dem Moment halt einfach. Ja, ausgebootet, keine Ahnung. Ja, aber jetzt Fitner auf alle Fälle in der Defense auch und ein Basement jetzt. Mocket greift halt an mit einem Blackbeard, mit einem Bug, einem Thermite, einem IQ und einem Werten Capital dabei. Wir sehen ja auf alle Fälle, dass Fitner wahrscheinlich auch ein bisschen fort zu Rome, weil wir haben ihn dabei. Ein Wigelinchen. Wigelinchen, genau. Könnte gut kommen, aber wird direkt nicht denied. Aber Doc rausgenommen, der Longwinkel-Spieler mit seinem MP5 ATOG-Gedöns ist erstmal rausgenommen worden. Und die zusätzliche ja, HP-Push-Geschichten mit der Spritze sind auch erstmal außen vor. Da hat man versucht, sehr aggressiv unter der Tür durchzupieken, um halt in den Spawn reinzuschauen, beziehungsweise auch den Outrun vom Spawn. Hat nicht so ganz funktioniert. Hier Blackbeard mit Corey, das könnte natürlich auch nochmal sehr interessant werden. Was versucht man jetzt gerade hier vom Mocket? Man will von oben nach unten spielen, ist natürlich an sich keine schlechte Idee. Man hat es auf dem Schirm, dass hier viele Roamer unterwegs sind oder zumindest einige sich abseits des Spots bewegen. Das ist halt natürlich wichtig. Du willst die Backstep-Möglichkeiten des Teams nehmen, indem du halt die Roamer rausnimmst. Und da wird man schön gemacht vom Fluchtwagen. Wo kommt da raus vorne? Visa Office, einfach mal kurz Hallöchen gesagt. Da war wahrscheinlich auch nochmal der Call von dem Piano-Dude am Start. Der sitzt da vorne rechts neben der ja, Main Door an der kleinen Mauer. Ne? Und schön erstmal ausgenutzt und dementsprechend weggeschossen. Er war noch, er konnte nichts machen, er hatte Granate in der Hand gehabt, wollte die kochen, wollte die reinschmeißen beim Piano, um den Kollegen da wegzunatzen. Hat nicht so funktioniert. Schade dafür. Wir befinden uns übrigens im Matchpoint für die Jungs vom Mocket. Das wollte ich nur nochmal so mal erwähnen. Danach geht es dann mit dem zweiten Spiel weiter, was dann Turtle Esport gegen Aquila wäre. Oder Aquila. Aquila, Aquila. Oh, dreiste Aktion, man smokt sich da einfach mal ein und macht so in alter Counter-Strike-Manier einfach mal so einen Smoke-Plant. Und es funktioniert, auf den Yellow Stairs hat man den Chat schon nicht durchbekommen. Vayne hat den Call, doch, ich wollte gerade sagen, er macht den Turn-On, gibt dir Pine nochmal mit, Rips nochmal mit Gesundheit, Corey darf auch nochmal, wir haben Cryin, Last Man Standing. Schön reagiert hier aber Rips direkt und das, was ich meine. Selbst in dem Fall die Koordination mit den Callouts reicht aus, um das runterzuspielen. Genau, da kann man aber applaudieren hier für die Jungs vom Mocket. 6:0, eine absolute Rasur. Meine Herren, das war spektakulär. Ja, gutes Warm-Up-Match auf alle Fälle für Mocket, muss man einfach schon sagen. Ja, das hört sich jetzt böse an. Aber ich denke mal, dass Fitner Boys hat ja noch die Gelegenheit weiterzuspielen. Ne? Das war ja erst das erste Match auf alle Fälle. Die werden sich danach wahrscheinlich ein bisschen besser schlagen. Man hatte einfach den schwersten Gegner aus der Gruppe gerade gehabt hinter sich. Und ich glaube, daraus werden sie jetzt ein bisschen in die Lehre gezogen haben und werden es einfach nächste Runde besser ausspielen. Das ist einfach der Grund halt. Man spielt hier gegen den Zweitplatzierten gerade aus der Pro League. Da war das abzusehen. Ne? Korrekt. Ja, war gut auf jeden Fall. Also das war schön, muss man sagen, was Mocket da gespielt haben.